Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen schönen, grünen, spannenden Folge Robin Schutt. Weiter geht's, ne? Wir können mal gucken, ob wir hier das Rehfell und so reintun können. Können wir das ja rüberziehen? Alles nehmen kann ich hier. Was sind das? Salz, Zwiebeln, Gerstenmehl, Gerstenbrötchen, Apfel. Nehmen wir ein bisschen was zu essen, ja? Kann ich da auch andere Sachen reintun? Kann ich. So, Essen können wir mitnehmen. Das ist eine Kiste des Schmieds, das lassen wir mal. Rehfelle auch. Gerstenmehl kann da, glaube ich, wieder drauf. Das ist Salz, kein Gerstenmehl. Das ist Gerstenmehl, na toll. So, weiter geht's im Programm. Wir müssen den Ruf hier erhöhen. So, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Bier will ich nicht haben, Hanf und so, kann da auch alles rein. Es wird wohl wieder hier drauf hinauslaufen, dass ich alles zumülle. Ich kenne mich ja. Die behalten wir mal. Wir müssen 40% Ruf in der Region Barnsdale kriegen. Das habe ich mich jetzt schlau gemacht. Ist hier die grüne Gegend, wo wir sind. Wir sehen ja schon hier Aufgaben und so weiter und so fort. Hier überall wollen sie uns Quests geben. Wenn ich das aufklappe, sehen wir schön grün Barnsdale. Sherwood Forest ist das Orange. Und Midlands ist hier. Und Peak District ist dann hier. Aber wenn wir in Barnsdale sind, waren wir nicht im Sherwood Forest? Robin Hood war noch im Sherwood Forest hier, ne? Vielleicht gibt es da ja irgendwann doch nochmal was, das wir neu machen müssen. Was ist denn das hier? Leuchtet alles irgendwie. Reparaturwerkzeug auf. Ich lasse es erstmal. Wir reden erstmal mit Tuck. So, weil wir werden wieder viele, viele hundert Sachen haben hier auf einmal. Keiner weiß, wie es geht. Wo ist Tuck? Da hinten steht er wieder, ne? Der steht immer hier auf der Ecke. Sprich mit Tuck. When the people of Barnsdale begin to recognize you as an ally, we'll speak about what more can be done for this beauteous land. Let's get to work, good Tuck. Gut, also der redet erstmal nicht mit uns. Das heißt, wir müssen, das ist Schwert, Eis ist Axt, 3 ist Bogen. Haben wir 133 Pfeile, perfekt. Ja, ich will uns eine Aufgabe geben. Mir tut alles weh, okay. It's good to see you too, John. What happened? Oh, something snapped in me back. I can barely bend down. Aha. That must be normal at your age. Marion will make you a bomb for it. At my age, you've forgotten about our meeting on the bridge, or what? You don't forget a blow like that. Although, I have been managing better in fights since then. Couldn't be any other way with a teacher as excellent as me. You fancy a little adventure? Immer noch, her mit dem Abenteuer. And a friend as excellent as you, John. What adventure do you have in mind? Nothing epic. A few thugs wandered too close and need to have their faces caved in for it. You ready to teach? I'll gladly warm up my bones, and you be sure to mind. Excellent! Teeth are going to fly. Let's meet up here. Fliegen nur so hier rum, ne? Okay. Na dann zeig mal, wo sind die bösen Buben, denen wir auf die Mappe hauen müssen? Kann uns ja dann noch was geben hier, oder? Was ist das hier? Die Operation der tollkühnen Gefährten. Okay, so, Lager der Söhne Adams, verfügbare Quest. Da kann gejagt werden. Würde ich sagen, gehen wir mal hier hin, ne? Gehen wir mal dahin. Wunderbar, das wäre dann da hinten, oder? Da ist es. So, schauen wir. Das ist jetzt die von ihm. Und dann können wir mal gucken, ob die auch hier Punkte gibt. Für die 40% da oben. Da hinten ist das irgendwo. Bin ich mal gespannt. So, hier kommen wir so durch. Super, da sind die Steine. Ausdauer haben wir jede Menge. Dann können wir auch endlich mal testen, ob wir mit unserem Bogen jetzt besser umgehen können, wo wir das ein bisschen geskillt haben. Da hinten, ne? Guck mal, wer hier ist. Aha! Finally, you're here. I'm the one with sore bones here, not you. I saw a camp in this area. You're fiendishly fast as a bruiser. What is this camp? Regular thugs, but they can cause trouble if they find us. Besides, so them hiding something in the hollow tree. Ah, in einem hohlen Baum haben sie was versteckt. Pay attention, John. No time to waste. Let's get moving. First things first. Sneak up to the guard there. He's watching the camp and he doesn't look tougher than you, so he shouldn't have a problem. Ach, sehr wieder freundlich.
All right, I'll hide in the grass. This'll be easy. Okay, wo ist die Wache? Da ist das Lager. Wir müssen uns hier drin... Ah, okay. Die Kunst des Schattens. Drücke Enter, um das Tutorial zu lesen. Aber gerne. Wenn du möchtest, kannst du deine Feinde überraschen und sie von hinten oder von oben angreifen. Diese Angriffe können einen Gegner sofort töten, wenn seine Stufe nicht höher ist als deine und es sich nicht um einen besonderen Elite-Gegner handelt. Aha. Ob du für deine Feinde sichtbar bist, hängt von Faktoren wie dem Rüstungstyp, deiner Fertigkeitsstufe, der Tageszeit oder der Lichtquelle ab. Du kannst dich auch im hohen Gras oder in eigenen Büschen verstecken, indem du dich einfach hineinkauerst. Okay. Hat so ein bisschen was von Assassin's Creed, ne? Würde ich mal sagen. Du musst auch auf Geräusche achten. Wenn du zum Beispiel rennst, können dich deine Gegner aus größerer Entfernung hören, als wenn du gehst. Es gibt auch einige Objekte in der Welt, die Geräusche machen können. Du kannst sie zu deinem Vorteil nutzen, aber pass auf, dass du nicht unwissentlich gegen sie stößt. Okay. Also müssten wir uns... Autschen. Dann gucken wir mal, wo der ist. Da ist er. Also ich nehme jetzt mal das Schwert, ne? Wir haben das Schwert drin, oder? Jo. Mal schauen. Gibt's hier irgendwie... Ah! Einfach die Maustaste. Weg ist er. Okay. Dankeschön. Sack voller Münzen. Habe ich jetzt eine Quest erledigt? Da liegt noch was. Ein Apfel. Ja, sehr gut. So, wo ist jetzt Little John? Der war wieder da hinten, ne? Gucken wir mal, ob der uns jetzt wieder was gibt. Die Wache ist weg. Jawohl, guck. Sehr gut. And that's how it's done, Oldtimer. So macht man das, alter Knabe. I'll admit, not too bad. No, I would have packed a bigger punch for it. Er kann es nicht sein lassen, ne? Er kann es nicht sein lassen. Er muss immer das letzte Wort haben. I've no doubt about that, John. Maybe you'll demonstrate that bigger punch on some other brigands. I can barely move with this here back. You're trying to do me in? Take care of him and come back to me. Ah, so läuft der Hase. Er macht nix, ich muss die alle wegmachen, okay. Na toll. Jetzt wird's auch noch dunkel, ja? Bitte nicht. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber wir machen das jetzt mal. Den einen haben wir ja schon ausgeschaltet da. Gucken wir mal, wo noch welche sind. Ja. Ich hätte es halt gerne. Wenn man so jetzt auch aus der Deckung raus halt schleicht und zack, die Leute mit einem Schuss ein Pfeil in den Kopf oder so, weg sind sie. Das wäre gut. Lager der Söhne Adams, okay. Schauen wir mal. Da hinten läuft einer. War schon einer? Habe ich ihn wieder übersehen? Er hat ja schon Hä gemacht. Ach, da! Da steht er. Da ist einer, ne? Jo. Okay. Ich mal wieder um, Junge. Du schaffst das. Komm, 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 komm. Na, das hat ja gut geklappt mit Schleichen, ne? Super. Ey, lass das. Ich will Bogen schießen. Hau ab. Geht's noch? Jetzt sind's drei. Okay, geht ja gut los hier. Weg. Der ist weg. Der schmeißt hier irgendein Messer oder so.
Dankeschön. Mann. So, drei waren das. Natürlich immer geil, wenn das so gut klappt. Was sagt uns das? Wir machen direkt Rambazamba hier. Ede ist kein geborener Schleicher. Nicht wahr, Fefewok? Du schreibst nämlich, hey, super interessant und sieht gut aus. Die Stimmen sind toll vertont. Danke fürs Spielen. Immer gern. So. Oh. Ja, noch welche? Ich glaube schon. Hier waren drei. Da hinten leuchtet irgendwas. Mal, ob wir noch einen sehen hier. Da ist eine Hütte zu. Ah. Was ist das? Ah. Voll in die Nüsse. Dankeschön. Oh, ein Schlüssel. Ha. Ich würde das gerne aufheben. So. Die drei und hier einer, ne? Gucken, was wir noch alles mitnehmen können. Wir müssen eh mal gerade essen und trinken gleich. Ey, was ist das hier? Eine Grube. Sieht aus, als hätten sie hier... Oh Gott. Menschliche Überreste. Lecker. Gucken, welch arme Sau hier ihr Ende gefunden hat. Zwiebeln. Das hier ist nix. So, können wir ja das Schwert nehmen. Da liegt was. Münzen können wir auch mal gebrauchen. Rufen der Regierung. 15% hat das gebracht. Okay, dann kriegen wir ja relativ einfach. Aber ich will natürlich erstmal hier das Lager durchsuchen. Gucken, was man alles mitnehmen kann. Alles, was sich nie im Nagel fällt. Fest ist hier. Wir nehmen alles mit. Oh, das Schwein. Oh, hier kann ich nur kochen. Ob wir auch brennen? Dumpfe Spitzhacke, ja, nice. Sehr gut. Ja, damit. So, den brauchen wir, um das hier aufzumachen, ne? Genau. Du hast einen besonderen Gegenstand gefunden. Gestohlene Gegenstände. Sehr gut. Ja, damit. So, was hier? Nix. Ich glaube, wir sind fertig. Wir können zu Little John zurück. Und dann gehen wir mal wieder ins Dorf. Weil es wird dunkel, ne? Nicht gut. Trinken müssen wir auch. Wir haben Durst. Und zwar nicht zu knapp. War doch hier irgendwo, ne? Da vorne hat er gestanden. Da. Jawohl. So, mein Freund. What did those doges hide in there? Sieht ganz aus wie Beute aus dem Diebstahl. From a theft, some gold, some jewelry, everything covered in flour. Find out who this could be, John, and return it to the owner. Auf jeden Fall, gib's dem Besitzer zurück. I'll have a look around the area as soon as I feel better. By the way, do you ever miss our looting days? Nein. Remember how one time you had me put on a frog and... Well, I myself pretended to be blind to fool the sheriff. Yes, I remember. Good times, John. By God! He was howling mad like a wolf when he figured out how we duped him. Could still hear him from a league away and got a bit of gold while at it. Maybe we'll pull off something like that again. Yeah, sure. Right now, it's time to look after the village. You grow ever more reasonable with time, my friend. Uh-huh. But you're right. We'll meet back home. Ein Andenken von Little John. Aha. So, runter geht's. Wir müssen was trinken und wir müssen essen. So. Ja, damit. Kann ich hier auch trinken? Guck mal, müsste es eigentlich, ne? Pack mal weg. So. Ah, wenn ich Tab gedrückt halte, habe ich hier. Okay. Auswählen. Leere Flasche. Auch noch was zu trinken. Gut.
So, zu essen haben wir auch noch hier. Aber wir haben wieder nichts auf die Leiste gepackt, wir Experten. 5 und 6. Essen wir mal 2 hier. So, der redet erst mit uns wieder, wenn wir 40% haben. Sehen könnte, wie viel Uhr wir haben. Was ist hier? Pass öffnen. Oh, hölzerne Pfeile sind da drin. Die nehme ich mal. Dankeschön. Kann ich da Knoblauch und Co. reintun? Ale. Ale. Bier. Huhn. Gerstenbrot. Salz. Gebratenes Reh. Zwiebeln. Die Spitzhacke lasse ich mal hier. Linie. So, was ist das hier? Kiste des Schmieds. Okay, und das hier ist Schafgarbenbalsam. Scheint anfangs nicht zu wirken, nach einer Zeit spürt man jedoch, dass die Linderung verschafft und die Gesundheit ein wenig heilt. Okay, das machen wir mal. Können wir gut gebrauchen. Nehmen wir immer mit. DC Love schreibt, würde sehr gerne mehr davon sehen. Barnsdale ist das Gebiet um Robins Versteck. Ja, habe ich jetzt auch rausgefunden. Danke dafür, DC Love. Und Kantholz schreibt, danke für dein super Gameplay von Robin Hood. In der Suche wurdest du mir sofort angezeigt und es hat sich gelohnt. Machst das super, angenehme Stimme und alles schön in Ruhe und nicht so stressig erklärt. Nö, wir machen das hier ganz gemütlich, Kantholz, ne? Gilt auch für alle anderen, die hier schauen, ja? Einfach zum Chillen. Egal, ob du das Ganze jetzt hier wirklich aktiv guckst oder einfach nur im Hintergrund als, ich sag mal, Geschichtspodcast oder so laufen lässt, ne? Das bleibt ja dir überlassen, wie du das Ganze konsumierst. Ich freue mich nur, wenn du hier bist und einen Kommentar da lässt. So. Der natürlich auch wieder optional ist. Nix ist hier. Du musst, ne? So, was sagt denn Marion? Have you had some rest since the escape? I could ask you the same thing, my dear. The Prince of Thieves needs to rest too. Oh ja. Now you're just mocking me. The Prince of Thieves. Der Prinz der Diebe. Ist das so ein bisschen an diesen Film mit Kevin Costner angelehnt? A little, but mostly worrying. So many sleepless nights have passed to settle here. There's no end in sight. Are you handling our people all right? I tended to whom I could with what little there was left in the herbal satchel. I can gather new plants myself, but we need more serious equipment to look after the gravely injured. Okay, wir brauchen eine bessere Ausrüstung für die Schwerverletzten. Tell me how I can help you. We have most of the construction materials, as well as the plans. Collect some reed for me. It usually grows by rivers and other bodies of water. Sollen wir Schilf für sie sammeln? And later. Look over the construction. So. Okay, Marys Anfrage. Pinie im Lager 9 von 25, Schilf im Lager 1 von 8. Sammle die Ressourcen und bring sie ins Lager. Ja, das sollte ja nicht schwer sein. Können wir die Axt nehmen, weil da müssen wir da Bäume fällen und wir gehen jetzt erstmal den Fluss hier entlang. Zum Schilf. Das sammeln wir als erstes. Okay. Zu hoch zum Hüpfen hier, oder was? Schon lustig manchmal. Manchmal ist es echt lustig. Aber ich... Mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Auch hier so von der Grafik her und alles. Ich find's schick. Ich find's schick. Es wird bestimmt die einen oder anderen geben, die sagen, oh Gott, nee, danke, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Man kann es nie allen recht machen. Die, denen es nicht gefällt, die lassen es halt bleiben. Die, denen es gefällt, so wie mir, die zocken es oder gucken halt zu, ne? So, Lehm, okay. Haben wir auch noch nicht, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Ich sammle erstmal nur den Schilf. Es wäre eigentlich cleverer, wenn wir immer, wenn wir hier rumlaufen und vorbeikommen, das Zeug alles einsammeln, weil irgendwann werden wir es sowieso brauchen. Ich könnte eigentlich auch mal direkt mit 9 die Spitzhacke hier nehmen. Dann gehen wir doch gleich doch noch den Lehm holen. Erschreckt mich doch nicht so. So, dann machen wir mal kaputt hier. Wir brauchen den Lehm. Ganz schön harter Lehm. Das heißt, wir brauchen ihn. Wir legen ihn ins Lager. Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen.
Zumindest nicht wann. Ach, diese Ausdauer, ey. Diese Ausdauer. Weißt du, was nennt sich hier König der Diebe oder Prinz der Diebe oder was weiß ich. So, wie viel hat das jetzt gebracht? 19, da haben wir 9. Und wir brauchen wie viel Schilf? 8, okay. So, dann sammeln wir hier noch ein bisschen. Das da könnte eine Pinie sein zum Fällen. Können wir gleich auch gucken. Wobei, wir dürften nicht im Gebiet sein für Pinien zum Fällen, ne? Da wissen wir ja, wo die sind. Mach kaputt. Dankeschön. So, kann ich die auch fällen hier? Nein. Passiert nichts. Den kann ich aber noch mitnehmen. So, wo sind die denn hier? Hier ist das Schilf, ne? Schilf im Lager, 1 von 8. Haben wir im Moment nicht. Da oben sind Pinien. Ich glaube, wir gehen wieder bei uns hier sammeln. Das ist einfacher. Da haben wir unsere Ruhe, da weiß ich, wo es ist. Das kriege ich ohne Probleme hin. Immer schön hier. Stabile Seitenlage, ne? Man kennt es. So, Flitze Feuerzahn. Sehr schön. Ach, mir gefällt's. Ich sag ja, es ist echt eine Mischung aus allem. Löl, da steht eine bei uns, die man fällen kann. Dann nehmen wir doch die mal. Wenn die da hinterm Haus steht. Sofort. Gib her. Brauch ich ja nirgendwo hin. Pat schreibt, moin Edo und Freunde. Interessant, bin gespannt, wie es weitergehen wird. Besten Dank fürs Anspielen. Nix zu danken. Gib her das Zeug. Dankeschön. Da haben wir noch eine hier, die wir fällen können. Ja, da. Stehen die einfach bei uns hier rum. Interessant. Aber dass man aus diesen kleinen, dünnen Pinien so viel herstellen kann, ne? Krass. Wie viel brauchen wir? Pinie brauchen wir 25, 9 ist im Lager, das heißt 16 brauchen wir noch. Wir haben 19, guck, reicht schon. Können wir gerade ins Lager schmeißen und mit Marion reden, sehr gut. So, also echt mehr RPG geworden als Survival. Könnte man jetzt sagen, RPG mit Survival-Elementen. So würde ich es beschreiben. So, das Schilf hier rein. Moos kann auch hier rein. Das ist Stein, das ist Rehfleisch, okay. Der Lehm kann da rein. Die Steine können da rein. Bitteschön. Alles drin. Gefällt mir. Super Lager. So, Marion, wo bist du? Hab was für dich. Essen, trinken ist noch in Ordnung. You'd help me more by building an alchemy lab. Ein Alchemielabor bauen, okay. Aha, im Alchemielabor können die Wunder sehen, die sie zusammenbauen. I've no doubt. I know what you can do. I'll get started in a moment. Okay. Oh, ein Alchemielabor. Aber erst könnten wir hier noch unsere Flaschen füllen. 3 Stück haben wir ja. Sehr gut. So, dann können die dahin. Der Tisch war hinten, ne? Dem haben wir geholfen. Sehr gut. Wir brauchen das Alchemielabor. Das will sie haben. Trapperhütte. Wo ist das denn? Küche, da ist das Alchemielabor. Verfügbare Arbeiter, 4 von 5. Es werden mehr Arbeiter benötigt, okay. Wie kriegen wir denn mehr Arbeiter? Haus verwalten. Zugewiesene Arbeiter, 0. Hier wohnen deine Dorfbewohner und erhöhen die Einwohnerzahl deines Versteckes. Ah, wir müssen die Häuser bauen, damit wir mehr Bewohner bekommen hier. Aber da steht ja Bewohner 0 steht da ja. Und an dem hier zum Beispiel, da steht gar nichts. Ich weiß nicht, wie man da drin wohnen kann, da ist ja gar nichts drin.
Wie kann man denn hier wieder runter? Was ist das? Geschichte, Gegenstände im Lager. Okay, hier kannst du bauen. Da fehlt überall was. Buche, Sandstein, Moos. Weber ist mir gerade egal. Das hier brauchen wir. Panzer der für das Gebäude benötigten. Aber da müssen wir dann vielleicht erstmal ein Haus wieder bauen. Bergleute, Arbeiter 0, Arbeiter 0, Arbeiter 0, Arbeiter 0. Oder müssen wir erst andere Leute holen? Hier wohnen deine Dorfbewohner und erhöhen die Einwohnerzahl deines Verstecks. Verfügbare Arbeiter 4 von 2. 4 von 4, 4 von 4, 4 von 5, 4 von 5. Das heißt, wenn ich jetzt noch so eins baue, gucken wir mal. Warum auch immer ich jetzt nicht mehr zurückscrollen kann. Sehr interessant. So. Kann ich das da hinten bauen? Da kann ich es bauen. Okay. Bauen wir nochmal so eins. Ah, ich kann die fällen. Guck mal. Dann machen wir Platz hier. Das ist sehr interessant. Super. Nicht da, sondern hier. Gucken wir mal. Jetzt ist das wirklich frei hier, ne? Jo. Hinten wird noch ein Haus gebaut. Da bin ich mal gespannt, ob wir dann genug Arbeiter haben oder ob sie wieder fehlen. Jetzt hat ja eins gefehlt, ne? Jetzt haben wir hier nochmal Arbeiter. Okay. So, gucken wir mal. Aber jetzt fehlt garantiert wieder Holz, wetten wir. Was haben wir ja jetzt verbraucht da? Genau, weg mit dem Tisch. So. Hier war's. Alchemielabor. Jetzt haben wir genug Arbeiter. Jetzt fehlt aber wieder Pinie. Das heißt, wir müssen Pinie sammeln gehen. Okay. Ich will immer Escape drücken, um das hier auszumachen, aber es geht nicht. Blau. Ich hab doch hier gedrückt. So. Zack, zack, zack. Bitteschön. Sehr gut. Der Andreas schreibt, so ein bisschen erinnert mich der Anfang an Medieval Dynasty. Ja, ist auch ein tolles Spiel, Medieval Dynasty. Gebe ich dir recht. Hat auch so ein bisschen was davon. Muss man sagen. So, aber auch da scheiden sich ja die Geister, ne? Die einen lieben es, die anderen sagen, ist mir viel zu langweilig. Ich finde Medieval Dynasty zum Beispiel auch ganz toll. Super tolles Spiel. Gefällt mir immer noch besser oder immer noch 100-mal besser als Sengoku Dynasty und als Wild West Dynasty sowieso. Das war ja der totale Griff ins Klo, ne? Mamika schreibt, hi Ede, cool, supi, geht weiter. Natürlich geht's weiter. So, weil wir wollen ja zumindest ein bisschen Story hier kennenlernen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jupp. Bis der Computer Nein sagt. Der Yogi schreibt, ja, danke für das Video, hat Interesse geweckt. Bei mir gibt es das schon. Viele Grüße. Ja, das gibt's schon. Einfach in Steam gucken nach Robin Hood Sherwood Builders, lieber Yogi. Da kann man das Spiel kaufen. Hier noch. So, der Sascha schreibt, hallo lieber Ed und alle Edenauten, war ein schönes Video. Danke für deine Zeit und Mühe. Danke für deinen Kommentar, wie immer, Sascha. Vielen, vielen lieben Dank. Da. Pack den Baum um. So und so. Sehr schön, das müsste jetzt reichen. An Holz. Jetzt müssten wir das Alchemielabor bauen können. Ist ja interessant, dass wir die Bäume fällen können. Ist die Frage, sollen wir direkt alle fällen, dass wir hier Platz haben, oder... Wobei das schon krass ist, ne? Es soll ja Robin Hoods Versteck sein hier. Ich weiß nicht, wenn du hier so eine Stadt hinzimmerst, die wird doch direkt entdeckt. Sollte das Zeug vielleicht auch erstmal ins Lager tun. Das hätte was. So. Pinie. Buche, okay. So, mal geht's nicht mit dem Escape. Interessant. So, jetzt aber. Alchemielabor wollte Marion haben. Kann ich das irgendwie drehen? Kann ich. Da geht's hin. Dann machen wir mal so. Gehen wir mal gucken.
Das gute Alchemielabor. Wir könnten auch gucken, ob wir hier Kupfer reinschmeißen können, ne? Uhr haben wir, Münzen, Kupfer, so haben wir auch, aber ist nicht hier. Tada! Geil, wir haben Alchemielabor. Schwefel, säuerlich, Gegengift, Schafgarbentrank, Schafgarbenbalsam, Salbeitrank, Salbei, Balsam, Honigkompresse. Mhm. Was ist das hier? Kiefernharz, okay. Brauchen wir bestimmt auch noch für irgendwas. So, sprich mit Marion, das machen wir gerne. Sparti schreibt, Juppi, da bin ich ja nochmal gespannt. Danke für deine Zeit und Mühe. Hm, wirst du in diesem Spiel noch zum Bogenmeister? Naja, als Robin Hood. Könnte gut möglich sein, Sparti. Könnte gut möglich sein. Auch wenn ich zum Beispiel in 7 Days den Bogen nicht so mag, ne? Yes, exactly it, Robin. Ja, das ist es. Applying broadleaf poultices won't help with serious wounds. Now I can get to some real work. Ja. Jetzt kannst du an die richtige Arbeit. Haben wir endlich ihre Hütte gebaut? If it hadn't been for you, half of us wouldn't have survived the winter. You can't imagine how grateful I am that you're here. Oh ja, ohne sie hätte die Hälfte der Leute den Winter nicht überlebt. Getting all sentimental. I'm here with you and I believe in what you're fighting for. We're fighting together. Besides, I can't quite imagine returning to the royal court and those perfumed toadies. That's true, Marion. Though it's still a long road ahead of us. Bin mal gespannt, ob wir zum Schluss hin dann wirklich den Sheriff angreifen. Shorter with every day, my love. Do what you have to. And I'll make sure the village is functioning properly while you're away. Alles klar, das ist Arbeitsteilung. Keep an eye on Tuck and Little John from time to time. They can be like two cats in a bag. Tuck und There's Little John. No cure, ja, ja, und die zwei. There's no cure strain of camaraderie. But I can keep an eye on them. Or a lash over them. There's one more thing, Robin. Ja? Was ist das eine? Take my sash and place it at home. Let it draw you back to it with my thoughts. Okay. Thank you, Marion. I'll travel to this sash. To our home. To you. Tada! 15% Ruf haben wir. Okay, das heißt, hier sind wir jetzt fertig, ne? Genau, da hinten ist nichts. Guck mal, hier ist was. Findet Nikolas den Rohstoffhändler. Verfügbare Quest, verfügbare Quest. Was ist da oben? Schieße auf das Seil und töte die Feinde. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Da habe ich jetzt Lust drauf. Haben wir noch den Apfel hier? Oder was das war? Der ist auf der 6, nicht auf der 7. Ah. Schweine! 5 hatten wir das Wasser. Kannst du auch trinken. So, leere Flasche. Auf geht's, den Weg entlang. Da will ich hin. Sehr schön. Gucken, ob wir das treffen, das Seil. 123 Pfeile haben wir noch. Sollten erstmal reichen für den Anfang. Hoffe ich zumindest. Vielleicht kriegen wir später auch noch einen besseren Bogen und so weiter. ETC, PP, wie man so schön sagt. Tut ja gar nicht weh. Oh, sehr geil, das ist eine Kiste. Oh. Kommt die denn da hoch, hä? Was macht die da? Interessant. Interesting. Steht einfach im Wald so eine Kiste oben auf dem Stein. Da war Hanf. Also durchlaufe ich, drücke einfach Aha, Wanted, Robin Hood, Wegweiser. Hier sind wir. Sheriff of Nottingham. Was gibt's denn dafür? Dead or alive. Okay. Nee. Alle wollen uns tot sehen, das ist aber nicht nett. So, was hier? Schon wieder. Überall. Da steht nichts dran. Tja, der hat es ganz schön auf uns abgesehen. So, jetzt sind wir hier, ne? Genau, hier sind wir. Da ist das. Das heißt, so hier die Richtung. Guck mal. Wentbridge.
Das hier scheint der Friedhof zu sein. Was ist das für ein Turm? Komme ich da rein? Kann ich da rein? Nein. So, da ist eine Wache. Kontrollpunkt aktualisiert. Das Ereignis, das Unrecht der ersten Nacht begonnen. Okay. Wissen die, wer ich bin? Kann ich da einfach hingehen? Weil da ist eine Wache. Ja. Ich bring alle um hier, ist mir egal. Brauch nur mal einen guten Bogen, ey. Das brauche ich. Dankeschön. Aua, ich geb dir gleich schieß ihm ins Bein. Okay, es geht also doch. Wenn man richtig trifft, geht das. Nice. Wir brauchen mehr Pfeile, ey. Oh, ist fehlgeschlagen. Die haben die... Ah, okay. Ich dachte, ich könnte mich da anpirschen. Verdammt. Nicht gut. Es ist nicht hinüber, ne? Geh ich mal von aus. Hallo? Was hier los? Kann ich das immer noch machen? Passiert nichts. Na toll. Da steht wieder einer. Ist da wieder anschleichen können? Gut, wissen wir das auch. Zu erlangender Ruf. Also, wenn wir solche Ereignisse haben, die angezeigt werden, dann müssen wir auf dem schnellsten Weg dahin und die erledigen. Ansonsten schlagen sie fehl. Das ist schon mal gut zu wissen. Zu erlangender Ruf. Ungesunder Wettbewerb findet Nikolas den Rohstoffhändler. Ja, den können wir auch mal machen. Ah, er schießt wieder in die Mauer. Ich hasse es. Bisschen doof. Okay. Gucken wir mal. Wir nieten einfach alles hier um. Wir nieten alles um, was soll's. Dumm, die dumm, die dumm. Ich niete alles um. Da noch einer. Was soll's? Da ist Nikolas, mit dem können wir reden. Unser Bogen ist gleich kaputt, das ist viel schlimmer. So, Nikolas, mein Freund. Du hast Verfolger 1 nicht freigeschaltet. Drücke U, um mehr über die benötigten Fähigkeiten zu erfahren, nachdem du das Gespräch... Okay. Haben wir denn noch Punkte hier? Scharfes Augenlicht, Intuition, Doppelschlagstärke, Rotationshieb. Ich will halt vielmehr keine Fähigkeiten. Spezialangriff, okay. Scharfes Augenlicht, Sichtweite für Objekte verbessert, alle Fähigkeiten in der Jägersicht, Fähigkeiten Stufe 1 von 4. Ja, hier haben wir halt gar nichts, ne? Ach du grüne Neune. Interessant. Interessant, also mit dem können wir noch nicht reden, da müssen wir warten. Wenn ich das hier sehe, ne, dann ja. Halleluja, sage ich nur. Halleluja. Bogenschaden plus 3%. Die Genauigkeit des Schusses mit Abhängigkeit von der Zugstärke. Machen wir auch mal. Anwenden. Was haben wir hier hinten? Nochmal Bogenschaden. Anwenden. Bogenschaden plus 5%. Haben wir leider nicht. Okay. Anwenden. Und jetzt ist gut. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Also mit dem können wir noch nicht reden. Da brauchen wir irgendwas. Es regnet. Na toll. Na toll. So, und hier hinten verfügbare Quest. Da gibt es auch noch Quests. Dann gehen wir da mal gucken. Ist der hier ein Verfolger? Nee, ist ein normaler. Die kleinen süßen Häuschen hier. Da steht einer. Mal gucken, was der sagt. Das scheint ein Hühnerstall zu sein. Damned King and his hellish taxes.
Even at a time like this, if I could with my bare hands, I would... Aha, ja, verdammter König und seine höllischen Steuern, ne? I've seen people go to the scaffold for more restrained words. Have at it, God's child. Go, fetch the royals right now and let them do their thing. Hanging the helpless is all they're good for. Genau. Forgive me, my lady. I didn't mean for it to sound that way. I'm no threat. On the contrary, can I help? Natürlich, können wir helfen? Wir können immer helfen, ne? You'll pay all my taxes after my father's death? Was? Du zahlst alle meine Steuern nach dem Tod meines Vaters? Sorry for the loss in your family. Ich glaube nicht. But what do you mean by taxes? How could your father have passed more than once? I'm not amused, stranger. One tax to the ruler for his loss of labor, a second to the robe at the graveyard for burial, and a third called the dead arm's pay. Krass. War das früher wirklich so? Das ist nicht lustig, Fremder. Eine Steuer an den Herrscher für Verlust einer Arbeitskraft, eine zweite an die Robe auf dem Friedhof für die Beerdigung und eine dritte, die als Lohn des toten Arms bekannt ist. Aha. For what? For this miserable house and scrap of field to keep them in the family. That sounds like two tragedies in one place. How can I help? So, wie können wir ihr helfen? Why do you want to help me? Warum willst du mir helfen? Ja, weil wir gut sind, ne? Wir sind halt nett zu Leuten. Let's say I have my quarrels with the king and enjoy doing things that impede him. You talk like a man I could grow to like. My name's Lori. Lori, aha. Robin Hood. It's a pleasure. Yes, and now for the specifics. In a nearby warehouse, there is stored silverware that belongs to my family. We sold them one day to make ends meet. Mhm. Silberbesteck der Familie. I understand you want me to steal them. If you can, yes. I see no reason not to pay with the same silver for the same tragedy. Das ist natürlich clever, ne? Wir sollen für sie jetzt aus der Schatzkammer das Silber klauen, was sie als Steuer gegeben hat, damit sie das nochmal bezahlen kann. That's a wise guter Ansatz. Approach. I'll be back with your silvers. So, wo ist das denn, wenn ich fragen darf? Da machen wir mal einen Namen anderen. Zeigen Sie mal. Sehe ich das hier irgendwo? Lager der Verschmähten. Mittellose findet aus, was in Hildewulf mir passiert ist. Okay. Wo ist das? Ah, da. Königliches Lagerhaus. Da oben. Oh, oh. Oh, oh. Wir gehen mal hin, gucken. Ich befürchte nur, unser Bogen wird brechen. Da kriegen wir gar nicht alles weg, ne? Halt die Klappe da hinten. Der steht immer noch im Regen. So, da oben, ne? Ah, du sollst bestimmt hier hochklettern. Von hier aus hättest du da hinschießen können, wett nur. Kommen wir da überhaupt rein? Ich meine, es hängen überall Steckbriefe von uns, ne? Ich höre es ja schon, da kommen wir nicht rein. Werden wir hier irgendwie... gesehen? Die Tür ist zu, schätze ich mal. Ja, da kommen wir nicht rein. Das kannst du vergessen. Gucken, wie wir da reinkommen. Ob wir überhaupt was sehen hier. Kann ich hier hoch? Nein. Schade. Schade, schade. Aha, guck mal hier. Schön markiert. Dein Ernst? Hey! Pin him down! Pin him down. Ich habe nichts gemacht. Ich stehe hier nur rum. Jetzt reicht's aber langsam. Und hier ist die Türe offen, weißt du? Okay, interessant. Lol, der hat seinem eigenen Typen ins Kreuz geschossen. Haha. Boah, der hat ein Sternchen, seht ihr das? Also irgendein fetter Boss. Oh, kommt mal her. Das schaffe ich nicht, da geht der Bogen kaputt. Jetzt hauen sie wieder ab. Okay. Gut. Also zu weit darfst du nicht weg, dann hauen sie auch wieder ab.
Wer ist das? Jetzt kommen sie wieder, oder was? Ich dachte, das wäre halt komplett zu und du kannst da nicht rein, ne? So, können wir den Bogen irgendwie reparieren? Lass mal gucken. Rechtsklick, hier, nein. Ich könnte einen neuen bauen, ne? Wenn ich Seile und Pinie hätte. Habe ich aber nicht, aber der geht ganz schön schnell kaputt, muss ich sagen. Vielleicht können wir auch bessere Bögen bauen. Das ist hier die Frage. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir an das Silber der guten Dame kommen. Das wird interessant. Wenn du auch wissen willst, wie wir dran kommen, dann schalt nächste Folge wieder ein. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.